So, so. Wir werden angegriffen. Agent, Verteidigung und Funk sind ausgefallen. Black Tusk ist ins Weiße Haus eingedrungen. Ach du Schande, das heißt, dann müssen wir jetzt das Weiße Haus hier befreien? Weder Manny noch Fred. Dank Wallys mobilem Shade-Server funktionieren Fertigkeiten und Funk noch. Die Reichweite ist gering. Bleiben Sie also in der Nähe. Stovepipe war nur eine verdammte Ablenkung. Sokolova hat gewartet, bis Sie weg sind, um das Netzwerk lahmzulegen. Ich gehe voraus. Ich weiß nicht, wie viel Reichweite das Ding hat, also bleiben Sie dran. Agent, wir dürfen das Weiße Haus nicht verlieren. Ja, soweit stimme ich der Sache überein. Ah ja. Den Weihnachtsmarkt sichern, ja. Ich denk doch gerade. Ah, davon haben wir nichts mehr, okay. Sehr schön, da haben wir nochmal hier echt Action, ne? So wie es aussieht. Und die Jungs sind auch nicht ohne, sind nicht von Pappe. So, da wird vermutlich einer um mich herumlaufen. Oder es versuchen. Feindkommunikation. Verstanden! Passt auf! Da kommen Agents! Fertigkeiten aktiv! Die Gegenmaßnahme ist immer noch aktiv! Findet den mobilen SHD-Server und schaltet ihn aus! Ups, da kommen sie. Packen wir das Ding jetzt hin. Mensch, Mensch, Mensch. So, dann müssen wir ein bisschen näher ran. Ach, und da vorne haben wir jetzt wieder so ein... Da ist auch was. So, und dann nehme ich ein bisschen an den Anfang, wo wir ja auch erst das Weiße Haus, die Belagerung des Weißen Hauses erstmal beseitigen mussten. So. Okay. Den Südrasen untersuchen. Sehr schön. Irgendwas ist hier. Okay. Ach, was wird denn da weggeräumt? Das
Das erinnert mich an irgendetwas. Waren das nicht diese Virustatika oder irgend sowas? Okay. Den Razorback zerstören. Ach du Schande. Darauf habe ich jetzt auch wieder Bock. Den Razorback zerstören, das wird auch wieder eine lustige Sache. Das war doch schon auf Liberty Island eine ganz spannende Geschichte. So, dazu müssen wir auf die andere Seite. Jetzt ist nur die Frage, wo bewegen wir uns? Ah ja. Erstmal in Deckung. So, da kommen auch welche. Ja, weil da werden die nämlich auf der anderen Seite dann rauskommen. So, da müssen wir jetzt irgendwie dahin. Ohne dass wir drauf gehen. Bestimmt kommt jetzt gleich einer. Ja, ist ja klar. Deckung. Oh je, da muss man ja wieder reinholzen wie wild. Ja, da kommen sie nämlich raus, die Teile. Klar, ne? So, komm, lauf. Erstmal hier ein bisschen in Deckung gehen. Und dann schauen wir, wo die Schwachpunkte sind. So. Ja, da müssen wir nochmal da hoch. Okay. Na, wo ist es denn? Gut, dann versuchen wir unser Glück und versuchen, das Geschütz irgendwo dahin zu bringen. Weil ich vermute, dass dann gleich hier wieder die Action ist. Wie die Stromversorgung hacken. Ist jetzt auf der anderen Seite. Ach so, ja klar, da müssen wir jetzt wieder ausharren. Ja, sehr schön, die Drohnen gehen eher aufs Geschütz. Wieder auf die andere Seite, oder? Okay. Sehr gut. Die kümmern sich tatsächlich um das Geschütz. Ich doch. Okay. Wie, noch mehr? So, jetzt aber weg hier. Und erstmal sammeln. Gelände gesichert. Agent, kommen Sie rein. Wir müssen das Gebäude sichern. Okay, Häuserkampf, wie ich es liebe.
Alles sauber. Scheiße. Echo entdeckt. Es hätte mich treffen sollen. Wir haben nicht viel Zeit. Schäfer muss in den Panikraum. Ich halte sie möglichst lange auf. Danke, Fred. Wer weiß, vielleicht essen wir noch heute ihr berühmtes Ceviche und trinken den besten Knastwein, den das Schloss zu bieten hat. Das würde ich mir wünschen. Danke, mein Freund. Ich sehe das Ziel. Ausschalten oder gefangen nehmen. Eliminieren. Verstanden. Bericht. Wir werden beschossen. Zweimal tot. Truppführer, Statusbericht. Melden Sie sich. Gott verdammt. Agent, ausschalten. Wir müssen Schäfer sicher unterbringen. Er war deren Ziel. Was ist mit dem Netzwerk los? Black Tusk konnte die Verteidigung umgehen. Irgendwer hat gesagt, die Gegenmaßnahmen funktionieren. Was auch immer Black Tusk getan hat, es hat das Netzwerk aus der Ferne lahmgelegt. Okay, helfen Sie mal. 3, 2, 1. Funktionieren die Geräte noch? Solange der mobile Shade-Server läuft. Er nutzt ein Air-Gap. Um ihn zu deaktivieren, müssten Sie direkt auf den Server uploaden. Okay, down. Wir müssen checken, wie viel vom Netzwerk ausgefallen ist, ob der Angriff lokal oder global war. Aber wir haben die Server, das reicht doch, oder? Es ist besser als nichts, aber nicht viel. Ich fahre die Verteidigung wieder hoch. Ich wecke unser Dornröschen auf. Der Server ist verbunden. Die Verteidigung ist online. Okay, Isaac? Ich frage in New York nach, ob Sie noch da sind. Wenn Black Tusk das globale Netzwerk ausschalten kann, sind wir erledigt. Ich muss mit Roy sprechen. Ich hoffe, Sie waren es wert, Schäfer. Agent, ich habe noch eine Hunter-Drohne geborgen. Manny, es tut mir leid. Black Tusk hat eine unserer Patrouillen geschnappt. Welche Patrouille? Maurice. Agent, das müssen Sie sich anhören. Kommen Sie zu mir ins Schloss. Okay, ganz spannend, ganz interessant, ganz toll. Okay, da liegt da der Schäfer. Und wegen dem haben wir jetzt einen ganzen Stress gehabt. Dufte, 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 da liegen noch mehr. Und wir müssen... Okay, wo sind wir denn? Ach, hier geht's raus. Ja, okay, dann werden wir jetzt erstmal dahin düsen. Hier. Schnellreise. Wir nehmen den Hyperloop. Das war jetzt wieder eine aufregende Geschichte und das war so ein bisschen jetzt auch wieder eine Story, die mir auch gut gefallen hat. Das lässt ja hoffen für die Zukunft. Ich bin beeindruckt. Ehre, wem Ehre gebührt.
Sie und Ihr kleines Team von Außenseitern haben es geschafft, meinen Funk zu entschlüsseln. Test bestanden. Manny, Sie haben wirklich ein Auge für Talente. Erst Schäfer, dann Louis und Wally. Und stellen Sie sich vor, wie überrascht ich war, als Sie sogar Vic rekrutiert haben. Ich dachte, Sie hassen ihn, nach dem, was bei Udia passiert ist. Stattdessen nehmen Sie alte Feinde in Ihrem Haus auf und geben Ihnen sogar die Schlüssel zum Schloss. Ich weiß noch nicht, ob Sie ein mitfühlendes Genie sind oder ein Schwachkopf, der tatsächlich glaubt, dass sich Menschen ändern können. Menschen ändern sich nicht. Wenn Sie glauben, dass sich jemand geändert hat, dann haben Sie ihn in den meisten Fällen nicht richtig angesehen. Sie sehen nie genau genug hin, um zu sehen, ob die Person, die Sie anschaut, echt ist oder Ihre wahren Absichten verbirgt. Deshalb sind Sie so leicht zu täuschen. Und ich bin Ihnen immer zwei Schritte voraus. Ich habe die Black Tusks, die echten True Sons und die Hunter. Während Sie nur Zivilisten haben, die hinter Wasserflaschen herjagen. Übrigens, danke, dass Sie Ihre Agents wegen Stovepipe nach Coney Island geschickt haben. Schade, dass Sie ihn nicht rekrutieren konnten. Aber er hat seine Position in meiner Organisation vergessen. Und ich dulde keine Respektlosigkeit. Damit selbst Sie es verstehen, werde ich es jetzt ganz deutlich sagen. Diese Stadt, dieses Land, diese Welt gehören uns. Wir werden uns nehmen, was uns gehört. Und es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt. Ist es nicht so, Vic? Halt's Maul, Ned! Was haben Sie mit Murray und Cindy gemacht? Keine Sorge, Vic. Ich tue Ihnen nicht weh. Sie sind viel zu wertvoll für mein Vorhaben. Man findet nicht jeden Tag eine Frau, die eine Fischfarm bauen und betreiben kann. Sie ist ein guter Fang, Manny. Wenn Sie bereit sind, sich zu ergeben, wäre ich überglücklich, euch zwei Turteltauben wieder zusammenzubringen. Stress ist Gift für die Schwangerschaft. Besonders bei älteren Frauen. Manny, wenn Sie sie wirklich lieben, sollten Sie sich vielleicht beeilen. Oh, und Agent, hoffentlich auf bald. Das muss Manny erfahren. Tja, da würde ich doch sagen, das ist so ein bisschen ein Cliffhanger, weil das Ganze ist ja jetzt abgeschlossen, so wie es aussieht. Oder gibt es noch irgendeine Mission, einen Einsatz oder irgendwas in der Richtung? Nein, das sieht überhaupt nicht danach aus. Okay, also somit hätten wir die Fahndung abgeschlossen. Stovepipe war leider nicht mehr zwar das Fahndungsziel, aber er war schon tot, als wir hinkamen. Und dann hatten wir ziemlich viel Stress und das Ganze ja als Ablenkungsmanöver, um das Weiße Haus einzunehmen und ja, andere eben zu eliminieren. Hat nicht ganz geklappt, aber wir haben jetzt, wie gesagt, einen schönen Cliffhanger und ich bin gespannt auf die Zukunft, was das Ganze hier noch bringt bei The Division. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen und es war jetzt schon eine ganz schön harte Nummer, auch für mich. Nichtsdestoweniger, vielen, vielen Dank. Das war's erstmal mit The Division 2, Warlords of New York und wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier, wenn wir mit Ranger unterwegs sind. Bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, bis denne.